Der Horror beginnt für Katharina Fernau mit dem Mauerfall. Ihre Mutter verschwindet in den Westen, lässt sie zurück mit 2,5 Jahren. Man kann es gar nicht wirklich sagen, wie man sein muss, um so zu sein. Einfach nur kalt, abgeklärt und egoistisch. Also was anderes könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, wie man sonst sein kann, um sowas zu tun. Hier im Berliner Stadtteil Treptow-Köpenick startet Katharinas Leben ohne ihre Mutter. Und mit dem Gefühl, nicht gewollt zu sein. Im Kinderheim Makarenko, dem größten der soeben untergegangenen DDR. Als das Team von Spiegel TV dort dreht, ist die 2-jährige Katharina eines der Heimkinder. Das Mädchen ist schwer traumatisiert. Ein verwaistes Kind, dessen Mutter nicht tot, sondern abgehauen ist. Eine Situation, in der auch die Ersatzmütter kein Trost sind. Die Aufnahmen entstehen am 6. Dezember, am Nikolaustag 1989. Nur einen Monat nach der Wende gibt es allein in Berlin schon 50 solcher Fälle. Lisa Hörgner, Leiterin der Säuglingsstation, kümmert sich damals auch um Katharinas 9 Monate alten Bruder Steffen. Steffen, hast du jetzt Hunger? Steffen, guck mal. Die Großmutter des Kindes hat uns informiert, dass die Mutter in der Bundesrepublik ist. Sie ist ohne ihre Kinder ausgereist. Die Großeltern sind so alt, dass sie die Kinder nicht nehmen können, sodass wir nun erstmal noch nicht wissen, was mit den Kindern wird. Die Mutter hat sich bei uns noch nicht gemeldet. Das wird sie auch nicht mehr tun. Während ihr Bruder die neue Situation noch gar nicht richtig begreift, hadert Katharina mit ihrem Leben im Heim. Das Kind ist sehr verstört. Es weint sehr viel, ist ausgesprochen ängstlich und verlangt schon immer wieder nach der Mama. Doch es ist die Mama, die ihr das Wichtigste genommen hat. Das Urvertrauen, dass Mütter nur das Beste für ihr Kind wollen. Heute, 31 Jahre später, sieht Katharina Fernau die Aufnahmen zum ersten Mal. Die einzigen Kinderbilder aus jener Zeit. Wie kann man das einem Kind einfach antun? Ne? Ich verstehe es nicht. Also gerade wenn man selber Kinder hat, ne, man versteht es halt einfach nicht. Ein Rücksprung in die Vergangenheit, der vieles von ihrem heutigen Leben erklärt. Ich kann also keine Nähe zulassen, ich kann sie nicht geben. Also ich kann auch keinen an mich ranlassen, ich vertraue niemandem. Und ich merke es halt auch, wie gesagt, in einer Beziehung. Ich kann halt niemandem irgendwas überlassen. Ne? Also ich brauche die Kontrolle, dass ich die Kontrolle nicht verliere. Ne? Weil halt natürlich immer die Angst für mich da ist, dass wenn ich mich nicht drum kümmere, dass es keiner macht. Katharina wächst mit ihrem Bruder bei einer Adoptivfamilie auf. Doch auch hier geht sie irgendwann auf Distanz. Der Kontakt ist inzwischen abgebrochen. Von ihrer leiblichen Mutter weiß sie nicht viel. Angeblich soll sie in Bayern in einem Krankenhaus gearbeitet haben. Ausgerechnet auf der Kinderstation. Nach ihr gesucht hat sie nie. Heute hat Katharina Fernau selbst 5 Kinder. Das erste kam mit 18. Sie kümmert sich, pflichtbewusst. Man fragt sich einfach, warum setzt man ein Kind in die Welt, wenn man es nicht will? Wenn man nicht mit allen Konsequenzen sich um dieses Kind kümmern möchte. Mit allem, was es mit sich bringt. Das kann ich mir doch vorher überlegen, ob ich das möchte. Das ehemalige Kinderheim Fritz Weineck in Berlin-Friedrichsfelde. Auffangstation für 3 andere Geschwister. Auch zurückgelassen von einer Mutter, die den Westen wohl spannender fand als ihren Nachwuchs. Der mittlere Bruder ist 5. Wie heißt du denn? Steves kleiner Bruder Martin ist 3. Seit er hier ist, redet er kaum noch. Er leidet am meisten unter der Abwesenheit seiner Mutter. 5 Tage nach der Maueröffnung hatte die Volkspolizei die Geschwister in einer verlassenen Wohnung im Prenzlauer Berg entdeckt. Wie lange sie dort allein waren, konnte nicht mehr festgestellt werden. Irgendwann machten sie sich bemerkbar, weil sie Hunger hatten. Marc, der Älteste, fühlt sich verantwortlich. Ein 8-Jähriger als Ersatz für die verschwundene Erziehungsberechtigte. Mutti ist Sonnabend 11:30 losgegangen. Und kam, hat uns dann auch noch ein Zettel geschrieben und da stand drauf, wo,
wo die Sachen liegen und stand dann noch drauf, dass er uns was mitbringt. Und dann? Hat sie uns noch ein bisschen Frühstück auf den Schrank gelegt, war aber nur 8 Stullen, haben wir alle gegessen und mein Bruder hat 3 Eier allein aufgegessen. Steve weiß, wo seine Mutter ist. Ich weiß, Berlin. Und jetzt bin ich nur alleine. Die kommt nie mehr wieder. In der ganzen DDR müssen es hunderte Kinder gewesen sein, die von ihren Eltern im Stich gelassen wurden. Eine Statistik darüber gibt es nicht. Doch schon damals richtet sich die Leiterin eines Säuglingsheims in einem dringenden Appell an die Politik. Ich bitte deswegen dringend, einmal unsere beiden Staaten gegenseitig aufeinander zuzugehen, um mit den örtlichen Organen der Jugendhilfe ein Rechtshilfeabkommen abzuschließen, um für diese Kinder eine Lösung zu finden. Die Heimleiterin Christina Brandt heute. Sie kann sich noch gut erinnern, wie auch ihre Erfurter Einrichtung nach dem Exodus der Eltern plötzlich Zulauf bekam. Bei ihr waren es allein 12 Kinder. Über die Ursachen hat sie viel nachgedacht. Also ich habe hier viele Zeitungsartikel aufgehoben, die vor 30 Jahren von verschiedenen Zeitungsunternehmen angefordert oder angefertigt wurden. Ursache war damals, dass ja die Grenzen offen waren, ein freudiges Ereignis für alle DDR-Bürger. Und manche waren dann so überschwänglich und sind verschwunden, haben aber das Beste, was sie hatten, hier gelassen. Und das Schlimme ist, diese Eltern sind ja gegangen, weil sie ein besseres Leben wollten. Aber ihren Kindern haben sie zugemutet, da zu bleiben, wo sie nicht bleiben wollten. Und die sind hilflos, fassungslos. Für die ist ja eine Welt zusammengebrochen. Katharina Fernau lebt mittlerweile in Bayern. Um die liebevolle Mutter sein zu können, die sie selbst nie hatte, arbeitet sie hart an sich. Schon alleine der liebevolle Umgang, wie zum Beispiel mal so ein Drücker oder so, da tut sie sich sehr schwer. Oder auch Gefühle zeigen, da fühlt sie sich, sie unterdrückt ihre eigentlichen Gefühle, unterdrückt sie. Und das ist halt manchmal ein Problem, ja. Es gibt ja immer Situationen, wo man gerne anders handeln möchte und nicht kann. Ne? Das tut einem, gerade wenn man Kinder hat oder eine Beziehung hat, tut es mir für den Partner leid, mir tut es für die Kinder leid. Wenn man dann teilweise kalt ist oder so ein bisschen abweisend ist. Ne? Aber man kann es halt nicht anders machen. Die verlassenen Kinder der DDR. Eine Geschichte, die auch 31 Jahre später noch nachwirkt und fassungslos macht. Ja, ich glaube, da kommen jetzt Kinder aus der Schule.